Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Angespielt AirPods CEO. Ein Steam-Spiel, welches ich geschenkt bekommen habe, wollte ich ein Video dazu machen. Und wir sind hier Airport, Englisch für Flughafen, CEO, Englisch für den Chief Executive Officer. Glaube ich. Das heißt also derjenige, der den Flughafen leitet sozusagen. Wir machen einen neuen Airport. So, Darky angespielt heißt die gute Frau. Wir lassen alles, wie es ist. Und wir sollen unser... unser Flughafen werden. Und wir nehmen... Pretoria. Da. Nächste City Johannesburg, na, wenn du das sagst. Airport-Name, Darky. Airport-Jota-Code, DAR. Airport-Management-Mode, Easy, Moderate, Difficulty and Extreme. Mit 2 Millionen Dollar, mit 1 Million Dollar Cash, mit 500.000 Dollar und 250.000 starten wir. Moderate ist halt normal, ne? Deswegen machen wir Moderate. Und gucken uns das dann ein bisschen an. Ist immer noch ein Alpha, seht ihr oben. 33.6er Build. Oh, welcome to your airport grounds. This is your first day. Yeah, wir lassen uns mal uns ein bisschen eine Einleitung geben. So, hier unten können wir bauen. Ja. Yeah. Next. Das Management Panel. Heißt, welche Passagiere, wie viele Passagiere wir haben oder wie die Auslastung ist, wie die. Hier ist nur die Glücklichkeit, ne? Satisfaction Ratings, also die, der Gemütszustand. Economy Tab, ne, wie viel Geld wir halt rein einnehmen, wie viel wir ausgeben und so weiter. Hier seht ihr Aircraft, Parking Fees, also die Parkgebühren. Dann hier habe ich irgendwas mit Fuel gesehen. Wo waren das? Hier, Full Trucks. Also hier, der Benzin und so weiter. Operations Tab. Boah, ich sehe überhaupt nicht durch. Wir klicken uns ein bisschen durch. Airport Close. Wir können den Flughafen auch schließen. Mit F können wir den Flugplaner öffnen. Ah, wir klicken einmal, wa? Ich lese mir das jetzt hier nicht durch, ey. Viel zu viel Englisch. Gibt scheinbar auch nicht auf Deutsch. Small Airfield, sign a contract with a contractor. Okay. Open Economy Tab Contracts. So, wie kam ich auf Economy? Beim Dashboard war. Hier. Und wir sollen einen neuen Contract machen. Das heißt, wir brauchen Accepted Offered Contracts. Hier wurde uns etwas angeboten. Maximum Contract ist 71. Ja, ich würde sagen, machen wir. Zack, unterschrieben. Deploy Contractors, Open Operations Tab Construction. Operations hier unten, ne? Alter, siehst du da überhaupt nicht durch in dem Ding hier? Eieiei. Oder haben wir das doch hier? Operations. Oh, jetzt habe ich das nicht mehr. Sign a contract with a contractor. Weg wieder, oder wie? Ja. Aber hier ist keine Haken mehr drin. Checklist. Deploy Contractors. Oh, hier. Scheinbar, oder? Operations, ja. Deploy Contractors, machen wir mal. Deploy all. Und wait for Contractors to arrive.
Okay, das heißt ja, also bis die da sind, oder wie? Wir bezahlen $25 die Stunde, haben nur 1 Million. Und wo ist die Zeit? Hier unten links. So, der Typ, keine Ahnung, wo der ist. Der scheint hier zu sein. Wait for contractors to arrive. Na gut. Wir haben noch 2 E-Mails bekommen. Da ist einer angekommen. Place a small runway and wait for construction material. So, wo klicken wir rauf? Auf ein Flugzeug hier unten. Und dann die Landebahn. Choose Object Variation. Hier. Small. Kostet 100.000. Habe ich es so weit nach oben platziert? Place 2 runway entry exits, one on each side of the runway end. Was, Alter? Wieder Flughafen, hier sind Ausgänge. Choose Object Variation. Leck mich. So. Und must be connected to runaway. Ich glaube, ich habe es einfach zu weit weggemacht, war, kann das sein? Aber das scheiß Handy jetzt weg, ey. Kann man das umswitchen? Room Overlay. Scheinbar nicht. Ist egal, dann baue ich hier unten halt nochmal hin. So. Kommt das hier noch ran? Oh, hier mit eurem. Must be connected to runaway. Drag out taxiway foundation from your runaway. Entry, exits, na sicher. Ein Taxistand. Ah, hier unten hin. Small stand. Machst du auch irgendwas? Bin ich hier falsch? Hm. Also der Bauschein auch nicht. Drag out taxiway foundation from your runaway entry exit. Achso, vielleicht hätte ich das hier machen sollen, ne? Ich kann ja scheinbar auch nichts mehr kaputt machen. Voll bescheuert. Was ist das denn? So, ist das okay? ja. Important to improve your airside traffic flow, set runway entry and exit direction by clicking on them and set the desired operation. Proceed to visualize taxiway path. Fuck, ich weiß nicht, was das sein soll. Ist das kein. Ich denke, es ist eine Landebahn oder nicht? Ach, guck mal, die fangen an. Endlich mal. Sind wir hier oben fertig? Ist hier angeschlossen. Next. Place at least 5 small stands. Und die sind ja langsam dabei, das zu bauen. Step for step. Ich muss auch ein Taxikrams machen. Habe ich das hier vorhin gedrückt? Naja. Kein Wunder, dass es nicht funktioniert.
Place at least 5 small stands. Aircraft stand war es gewesen, ne? Ja, ich bin einfach ein Held hier, was das angeht. Ich bin einfach so gut im Bauen, ja. Tja. Das ist überhaupt nicht mein Ding, muss ich sagen. Also, ich bin kein Freund von solchen Simulationsspielen. Ich habe ja nicht mal ein Flugzeug gesehen. Wahrscheinlich werde ich das auch so schnell gar nicht tun. Aber mir hat es als Einblick gereicht in dieses Spiel, um zu sagen, nö, mir gefällt es leider nicht so. Kann auch sein, dass ich mich dosig anstelle. Aber ja. Gut, ich würde sagen, das war's gewesen. Als angespielt reicht es für mich. Für dieses Spiel. Ich habe vergessen, wie es hieß. AirPods CEO, genau. AirPods CEO hieß es. Ja, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei angespielt. Bis dahin. Ciao, ciao.